Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, damit einmal mehr herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Robert Bodi, das bin ich, und Gerald Hüther. Hallo Gerald. Das bin ich und herzlich willkommen an alle, die uns hier zuhören. Gerald, wir sind über eine Meldung gestolpert, gesehen auf der Webseite des Focus, Focus Online. Da steht, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Mitschülergene bestimmen das spätere Leben. Das beruft sich auf eine Studie der TU Braunschweig. Was soll denn das bedeuten? Es gibt doch keinen Austausch von Genen im Klassenverband. Nö, aber wenn man fest davon überzeugt ist, dass bestimmte Verhaltensweisen genetisch bedingt sind, dann kann man ja auf die Idee kommen, dass wenn in der Klasse lauter Kinder sind, die ADHS haben oder so etwas, und das soll nun genetisch sein, dann ist die Chance relativ groß, dass wenn da drei dabei sind, die noch nicht ADHS haben, die kriegen es dann in der Klasse. Anders können die ja gar nicht überleben. Ja. Noch deutlicher wird es vielleicht, wenn wir jetzt sagen, es gibt ja Kinder auch mit genetischen Defekten, also wo es denn wirklich dramatisch ist mit den Genen, Down-Syndrom oder sowas. Und dann würde das ja heißen, dann wird durch solche Kinder, wenn die jetzt in der Klasse sehr das Klima bestimmen und was man dort erleben kann, dann würden diese Gene dieser Kinder die anderen beeinflussen. Ja. So, und da weiß ich gar nicht, was die da rausgefunden haben wollen, aber wenn jetzt Kinder tatsächlich mit solchen Down-Kindern groß werden, wüsste ich noch gar nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil für diese betreffenden Kinder ist, weil die lernen ja auch sehr viel und Kinder haben sowieso keine Vorbehalte vor anderen Kindern, die anders sind. Das übernehmen sie erst von uns. Ja. Und deshalb ist ja die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der Gleichaltrigen eigentlich eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass die auch komplexe Erfahrungen machen können. Ja. Und da geht es ja noch nicht mal, ich sag mal, um so relativ ungewöhnliche Konstellationen, wie dass ein Kind in der Klasse ein Down-Syndrom hat, sondern einfach nur genetische Veranlagungen. Im Text steht, diese Effekte beschreiben, wie genetische Veranlagungen von Mitschülern soziale Dynamiken prägen, die langfristige Auswirkungen haben können. Das kommt mir ein bisschen vor wie Voodoo. Weil das heißt doch nichts anderes als, die lernen voneinander. Das wussten wir doch schon. Ja, dass die voneinander lernen, ist klar. Aber das, was man an so einem anderen Mitschüler ja sieht, ist ja sind bestimmte Reaktionsmuster, sind bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte innere Einstellungen und eine bestimmte Art und Weise, wie der sich in der Welt bewegt. Und da kann mir keiner auf der Welt kommen und mir sagen, dass das nun genetisch alles sei. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was davon genetisch ist, weil solche komplexen Verhaltensweisen können überhaupt nicht durch Gene gesteuert werden. Das ist ja die große Erkenntnis, die wir jetzt in den letzten 30 Jahren zutage gefördert haben, dass komplexe Verhaltensweisen eben nicht durch genetische Veranlagungen gesteuert werden, sondern dass die genetische Veranlagung lediglich gewisse Möglichkeiten bietet, wie sich Zellen miteinander verbinden und wie die aufeinander reagieren. Und das, was dann am Ende entscheidend ist dafür, wie sich ein junger Mensch in so einer Schulklasse oder wo auch immer verhält, das sind die Erfahrungen, die der gemacht hat beim Ausprobieren, wie es geht. Mhm. Wenn der oft genug gemerkt hat, dass er mit seiner Brüllerei durchkommt und die anderen dann alle den Schwanz einziehen und sich klein machen, dann ist das eine Verhaltensweise, die in dieser Klasse von allen als die richtige Verhaltensweise betrachtet wird, die dazu führen kann, dass man Bedeutung kriegt und sich Geltung verschafft. Das hat damit mit Genetik hat das doch nichts zu tun. Nun sagen die Forscher, es handelt sich dabei eben nicht um Sozialisierung, sondern um, Zitat, unbewusste genetische Einflüsse. Was können die denn damit meinen? Keine Ahnung. Also, und das ist Mystik, was die da machen. Und ich möchte dann bitte Ross und Reiter genannt haben, wenn sie schon solche Studien verbreiten. Weil das ist, weiß ja jeder, wenn ich jemanden treffe, der oben von so einer Nordseeinsel kommt, dann ist der ja auch in seinem gesamten Verhalten beeinflusst durch
diese Erfahrungswelt, die es da oben gibt. Und oftmals ist das so, dass es auch diese Menschen das ganze Leben wieder zurückzieht in so eine Gegend. Das heißt, die Gegend, die Landschaft und die Erfahrung, die man irgendwo macht, die prägen einen natürlich und haben einen Einfluss das ganze Leben lang. Und wenn Mitschüler ein bisschen sonderbar unterwegs sind, kann das dazu führen, dass man das sich auch das ganze Leben lang daran erinnert. Aber dann bleibt immer noch die Frage, finde ich den nur sonderbar oder finde ich den nachahmenswert? Weil sonst würde ich das Verhalten ja nicht übernehmen. Wir reden über Verhalten und wir reden über die Wirkung von Verhalten auf Menschen, die mit diesem Verhalten leben, die in Berührung kommen. Gibt es da überhaupt irgendeinen genetischen Einfluss? Die Forscher zitieren jetzt hier das Hormon Oxytocin. Das wird ja gemeinhin als Glückshormon bezeichnet. Und das soll dann Wohlbefinden und Geborgenheit schaffen und unkontrollierte emotionale Reaktionen verhindern, all sowas. Das wussten wir alles, hat aber doch auch nichts mit Genetik zu tun. Das wussten wir deshalb, weil es uns die ganze Zeit erzählt worden ist. Es wird aber nicht mit erzählt, dass die wichtigsten Erkenntnisse über dieses Bindungshormon, was dann gerne so bezeichnet wird, Oxytocin, bei den Nacktmullen erhoben worden sind. Nacktmulle, das ist so eine Art Nagetier, die leben in großen Kolonien in Südafrika. Und das sind die Lieblingstiere der Oxytocin-Forscher gewesen über viele Jahre hinweg, weil sich bei denen tatsächlich mit einer Injektion von Oxytocin irgendwie auf der Verhaltensebene was tut. So, und mir kannst du oder ich könnte dir so viel Oxytocin injizieren, wie wir in die Spritze kriegen. Da tut sich bei dir nichts. Das heißt, hier werden uns auch Märchen erzählt. Hier sind auch immer irgendwelche Interessen dahinter. Ich weiß, dass es Untersuchungen oder dass es Berichte gab, die mussten wir nun nicht unbedingt hier auch noch in unserem Podcast vorführen. Aber es gibt Berichte und auch Versuche, in Kaufhäusern solche Hormone wie Oxytocin zu versprühen, weil man der Meinung war, das ist ja ein Bindungshormon und das fördert dann die Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was man dort vorfindet. Es schafft also sozusagen ein Gefühl von Vertrautheit und das würde den kritischen Geist ein wenig unterdrücken und deshalb würde man den letzten Scheiß dort in diesem Kaufhaus auch noch einkaufen. Das ist die Art und Weise, wie Wissenschaft heutzutage in vielen Bereichen immer noch gemacht wird. Dann hilf uns doch mal bitte, Gerald, was soll denn dann so eine Meldung und was soll so eine wissenschaftliche Arbeit? Was kann irgendjemand davon haben? Wenn wir es ganz positiv, also wenn ich es jetzt ganz positiv interpretiere und das Beste sozusagen zugrunde lege, dann könnte es sein, dass wir hier Wissenschaftler vor uns haben, bei denen oder an denen die modernen Erkenntnisse, vor allen Dingen auch in der Neurobiologie der letzten 20 Jahre, einfach vorbeigerauscht sind. Die noch auf einem Stand sind, wie wir das in den 50er, 60er Jahren hatten, wo das gesamte menschliche Verhalten mit Genen definiert worden ist. So, das wär noch die gute Lösung. Die etwas üblere sieht so aus, dass es im Interesse dieser betreffenden Forscher und auch derjenigen, die das dann weiter verbreiten, ist, diese Vorstellung, alles sei genetisch, auch wirklich immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen. Und dann heißt es, was kann denn jemand ein Interesse daran haben und das besonders schick finden, wenn mal wieder ein Befund auftaucht, in den man so interpretieren kann oder so beschreiben kann, dass bei einer breiten Bevölkerung der Eindruck entsteht, das sei alles genetisch. Und dann kann man auch wieder nur diese eine Idee haben, nämlich dass das Menschen sind, die haben an der Unveränderbarkeit menschlichen Verhaltens, also an einer Determinismus-Theorie oder an einer deterministischen Vorstellung menschlichen Verhaltens ein großes und besonderes Interesse. Die hätten es gern, dass alles entweder vom lieben Gott, also dass alles, was Menschen tun, am liebsten vom lieben Gott und als das dann nicht mehr so richtig hergehalten hat dafür, dann sind es eben die Gene und von denen soll das dann alles bestimmt werden. Und das hat wirklich viel Mühe gemacht, dass das jetzt in den letzten 20 Jahren allmählich sich aufgelöst hat, diese Vorstellung. Aber
Das ist leider immer noch nicht überall angekommen. Das war ja eine Zeit lang, haben wir ja tatsächlich gedacht, wenn wir einmal das menschliche Genom aufgeschlüsselt haben, dann wissen wir alles über den Menschen. Dann können wir sozusagen in die Genanalyse gucken und wissen genau, was wir da für einen Vogel vor uns haben. Das hat sich, wie du eben gesagt hast, längst herausgestellt, dass das nicht so ist. Insofern, wir fragen immer, was können wir aus dieser Meldung lernen? Vielleicht sollten wir bei dieser Meldung mal fragen, was sollten wir nicht draus lernen? Ist es die Tatsache, dass wir eben nicht von unseren Genen bestimmt sind, sondern dass wir selber entscheiden, was nehmen wir auf, von was lassen wir uns berühren und was lernen wir dann? Und dann ist es eben einfach nur soziales Lernen. Ja, das wäre sozusagen die positivste Botschaft, dass wir hier eine Meldung haben, die den einen oder anderen anregt, sich wirklich mit so einer Thematik mal kurz auseinanderzusetzen und dann festzustellen, was ihm hier für ein Blödsinn untergeschoben werden will. Und wie weit wir doch irgendwie auch mit unserem Verständnis in sogenannten Wissenschaften und denjenigen, die diese wissenschaftlichen Ergebnisse dann bis in die Medien tragen, wie weit wir da doch noch entfernt sind von einem Verständnis, wie wir es uns wünschen würden und was davon ausgeht, dass der Mensch Gestalter der Verhältnisse ist, unter denen er lebt, und dass diese von ihm gestalteten Verhältnisse ihn wieder selbst gestalten. Das ist Dialektik. Und da kann man nicht mit monokausalen Theorien ankommen, die sagen, hier sind die Gene und dort ist der fertige Mensch und das geht geradeaus, muss sich nur alles noch sozusagen, muss nur noch rauswachsen. Ich glaube, unser Urteil, ob das Information ist oder Weckern, das schimmert schon durch, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, Gerald, und ich möchte auf einen Aspekt kommen. Mir tun die Journalisten so ein bisschen leid. Und ich will jetzt gar nicht ausführen, warum sie mir alles leid tun. Aber da ist eine wissenschaftliche Institution, die sagt, wir haben das rausgefunden. Der Journalist ist kein Wissenschaftler. Der könnte sich das jetzt alles anlesen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Ist das die Grenze von Wissenschaft in der öffentlichen Diskussion, dass wenn dann jemand mit so einer Weisheit daherkommt und Medien sagen, das ist ja interessant, das sagt der Wissenschaftler, dann wird das wohl stimmen, dann publizieren wir das mal. Dann haben wir auf einmal eine scheinbar wissenschaftliche Diskussion, die aber auf falschen Fakten beruht. Dem könnte man begegnen, indem es Redaktionskonferenzen gibt, in denen man sich mal miteinander austauscht über das, was einer von denen gefunden hat. Und dann kann man die Daumen drücken, dass da andere dabei sind, die über dieses Gebiet schon etwas mehr verstehen und möglicherweise dem ganzen Geschehen Einhalt gebieten. Das wäre eine gute Lösung. Und eine andere Lösung wäre, dass man auch noch daran denkt, dass es ja auch sein kann, dass der Journalismus oder der Journalist und dann auch der Redakteur und dann das Medium und die dafür Verantwortlichen das Ganze unter ganz anderen Gesichtspunkten betrachten, dass die sagen, das ist ja nicht wichtig, ob die Meldung stimmt oder ob sie nicht stimmt. Die Frage ist, ob so eine Meldung uns Kunden bringt. Also wäre es doch gut, wenn wir eine Meldung veröffentlichen, die vielen Leuten gefällt. So, und da bin ich, glaube ich, viel näher an der Wahrheit in Bezug auf diese Meldung, weil ich mir vorstellen kann, dass es sehr viele so schon etwas älter gewordene Leute gibt, die sagen, oh, guck mal, dass die Kinder so verrückt werden, das liegt jetzt sogar daran, dass diese Gene der anderen sie auch noch mit beeinflussen. Und das ist doch nun wirklich das beste Zeichen dafür, dass wir die Guten und die Schlechten voneinander trennen müssen, möglichst von Anfang an. Und da haben wir plötzlich eine Mehrheit der Bevölkerung, die eine Schule befürwortet, auf der diejenigen, die nicht so richtig in die Gesellschaft reinpassen, nichts zu suchen haben. Damit die nicht anstecken, die anderen mit ihren Genen. Deine optimistische Hoffnung auf Redaktionskonferenzen, die löst bei mir natürlich was aus, weil ich 40 Jahre lang in Redaktionskonferenzen gesessen und mir buchstäblich die Rückseite platt gesessen habe in Redaktionskonferenzen. Ich habe nur wenige erlebt, und zwar abnehmend.
in denen tatsächlich so diskutiert wird, wie du dir das eben gewünscht hast. Die Medien sind zunehmend unter einem Produktionsdruck, der bedingt, dass Redaktionskonferenzen eigentlich reine Produktionsbesprechungen sind. Da wird besprochen, was, wann, wie möglichst schnell, möglichst wirksam gemacht wird. Und damit sind wir dann bei deiner zweiten Erklärung. Da geht es nämlich nicht mehr darum, müssen wir das hinterfragen? Fragen wir mal noch einen anderen Wissenschaftler, sondern es reicht, dass ich einen finde, der das sagt und da schreibe ich Experte dran. Und dann kann ich das publizieren und bin meiner journalistischen Sorgfaltspflicht scheinbar gerecht geworden. Das ist die Realität, die sich in vielen Redaktionsstuben heute auslebt. Ja, das hatte ich befürchtet. Und dann hätte ich aber doch noch eine Frage. Woher findet denn jetzt einer dieser Journalisten so eine Meldung? Wird die jetzt, muss der da alleine los oder gibt es da Verteiler, die das anbieten? Also wenn du mal, das ist ganz interessant, wenn du mal schaust, zum Beispiel auf den Stellenmarkt für Journalisten, alle großen Unis in Deutschland, alle Hochschulen, alle Forschungseinrichtungen haben eigene Unternehmenssprecher, die ganz proaktiv solche Dinge in den Markt. Ah, okay, kenne ich. Pressestellen genau. Der Universität. Genau. Und die schicken das in den Markt. Die schicken das in den Markt, wenn sie gut sind, ja, schon so aufbereitet, dass der Journalist gar nicht mehr viel nachdenken muss, sondern eigentlich sagen kann, das Produkt ist ja schon halb fertig. Und das machen sie dann auch so, dass in der Hoffnung, dass dann ihre entsprechende Einrichtung gewürdigt wird und zu großer Bedeutung gelangt. Und das ist ja bares Geld wert. Das weißt du besser als ich. Die müssen heute alle gucken, dass sie Fremdmittel kriegen. Und je mehr ich in den Medien zitiert werde, desto bekannter werde ich und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Drittmittel einwerben kann. Aber du weißt, in welcher Umgebung, welches Wespennest wir da jetzt im Augenblick unterwegs sind. Wenn wissenschaftliche Ergebnisse sich als Waren nutzen lassen, um Profite zu erwirtschaften, und nichts anderes hast du eben gesagt, dann ist ein solches wissenschaftliches Ergebnis, läuft ständig Gefahr, dass es diesen Profitinteressen untergeordnet wird. Das heißt, ich hätte dann große Zweifel, dass in einem solchen System, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse vermarktet werden können, dass das, was da als wissenschaftliche Erkenntnis vermarktet wird, überhaupt was mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis zu tun hat. Das ist der Trick an dem System, ne? Dann können wir aber uns sparen, über Wahrheit und sowas zu reden. Dann nützt auch der ganze Kontrollmechanismus nichts mehr, der mit dem gewährleistet wird, dass das immer irgendwie objektive Befunde sein müssen, die dann reproduziert werden. Das Teuflische daran ist, an solchen Dingen wie dieser Meldung, dass in der gesamten Wertschöpfungskette Geld verdient wird. Ja? Vom Forscher über den Pressesprecher, über den Journalisten, es wird überall Geld verdient. Und am Ende sitzt dann der geneigte Leser da und hat, um mit dem Wort zu spielen, keine Ahnung, weil er was vorgesetzt bekommen hat, das einfach nicht stimmt. Man hat ihn als Objekt benutzt zum Geld verdienen. Mhm. Und am Ende, wenn er das auch noch klappt, was er da liest, verblödet er auch noch. Das könnte passieren. Also, furchtbar. Das ist. Aber wie schön, dass wir diesen Podcast machen. Wir versuchen, der allgemeinen Verblödung entgegenzuwirken. Ich danke dir, dass wir das miteinander üben können. Danke, Gerald, und danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.